Zoe! Winnie, oh Gott, ich habe das Video jetzt erst gesehen. Sehr früh. Wie geht's los? Ist sie okay? Wir konnten sie befreien, aber sie hat ganz schön was abbekommen. Tim und Anna kümmern sich gerade um sie, den Umständen entsprechend. Ich habe irgendwas. Er wollte sie wirklich umbringen. Das wird nie aufhören. Zoe, das Wichtigste ist, dass sie lebt. Winnie, er wird uns nie in Ruhe lassen. Und genau deshalb müssen wir diesen Wahnsinnigen stoppen. Wir werden einen Weg finden, ihn aufzuhalten, Winnie. Wir dürfen jetzt nicht die Hoffnung verlieren. Wir müssen ihn stoppen. Stoppen müssen wir ihn. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß, dass ich versprochen habe, dir zu helfen, Sebastian. Aber ich hätte schon die Reißleine ziehen müssen, als du mir die Nachricht von J.K. Knight gezeigt hast. Du ziehst gar keine Reißleine. Ich hasse dieses Wort, Reißleine ziehen müssen. Zoe, wie meinst du das, Winnie? Na, so wie es da steht. Ich wollte wirklich helfen. Jetzt auch noch die ganze Sache mit Lucy. Wenn er mich findet und erfährt, dass ich euch geholfen habe. Wer weiß, was er Maya und mir antun wird. Unsere Zusammenarbeit muss hier enden. Kontaktiert mich bitte nicht mehr. Winnie, ich verstehe, dass du Angst hast. Winnie, bitte, lass uns jetzt nicht hängen. Was hast du denn jetzt vor? Bitte lass uns nicht hängen. Es tut mir wirklich leid. Aber es geht nicht anders. Ich muss wieder untertauchen, unter dem Radar bleiben und unter dem Radar bleiben. Dr. Crow konnte Maya und mich bisher nicht aufspüren. Und wenn ich den Kontakt nun zu euch abbreche, wird das auch so bleiben. Toll. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Man hat immer eine Wahl. Schon wegen Maya. Man hat immer eine Wahl. Ihr Zustand hat sich extrem verschlechtert. Ja, deiner wird sich auch bald verschlechtern. Ich kann sie dem nicht länger aussetzen. Zoe, was sagst du dazu? Winnie, bitte geh. Das steht da gar nicht. Winnie, bitte, gemeinsam schaffen wir das. Das wollte ich sagen. Gemeinsam. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht mehr. Ich wünsche euch viel Glück, von ganzem Herzen. Hoffentlich könnt ihr diesem Grauen ein für alle Mal ein Ende bereiten. Winnie hat die Gruppe verlassen. Und jetzt sind wir mit Zoe alleine. Eine krasse Entscheidung von ihr. Aber ich kann es doch irgendwo nachvollziehen. Ja, ich auch. Sie wäre sicherlich noch eine große Hilfe gewesen, da wären wir wieder zu zweit. Ja, ich kann sie auch verstehen. Ich traue denen immer noch nicht so richtig. Zumindest der Zoe nicht. Melde dich einfach, wenn es was Neues gibt. Okilidokili. Hey, Sebastian. Ich habe was Neues zum Hacken für dich. Ich würde dir gern in meinem Hacking-Tool die Administratorrechte der Stufe 3 freischalten. Dann könntest du selbstständig ohne meine Hilfe kleinere Hacks vornehmen. Cool. Noch mehr hacken? Toll. In unserer prekären Situation ist es notwendig, schnell handeln zu können. Es wird vielleicht Momente geben, in denen du auf dich allein gestellt sein wirst. Ich habe dir etwas vorbereitet. Juhu! Damit kannst du unter Beweis stellen, auch ohne mich Hackvorgänge abschließen zu können. Okay, ich bin bereit, ich werde dich nicht enttäuschen, wenn es sein muss. Wenn du ihn erfolgreich abschließt, wartet eine Belohnung auf dich. Dich ohne Maske? Sehen wir dich ohne Maske? Aber vergiss nicht, sie nach dem Hack abzuholen. Viel Erfolg. Okay, jetzt wird gehackt. Aber es ist nicht viel, oder? Du schaffst das schon. Übung macht den Meister.
Okay. Also wir müssen jetzt nur 3 Sterne sammeln. Okay, ich mache jetzt aber trotzdem erstmal Aufnahmeschluss. Ja, hoffentlich nicht wieder mit so einer langen Pause dazwischen wie jetzt. Das war nicht so geplant. Ich weiß, in der letzten Folge hatte ich irgendwie gesagt, vielleicht komme ich ja morgen zum Aufnehmen. Ja, wie es dann so ist, ne, kommt man dann nicht dazu. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich glaube aber nicht. Ich finde es ja immer cool, dass die meisten dann trotzdem immer irgendwie dabei sind und nicht abspringen, sondern es kommen eher neue Leute drauf. Und das freut mich total, ehrlich gesagt. Da bin ich euch sehr, sehr, sehr dankbar. Und innerhalb von ein paar wenigen Tagen irgendwie, ich glaube, 15 Abonnenten dazu gekriegt. Die 500 haben wir geknackt. Finde ich sehr, sehr geil. Freut mich immer noch. Auch wenn ich nicht mehr ganz so aktiv bin, beziehungsweise hauptsächlich nur das Sign hochlade. Entschuldigung, The Healing hochlade. Das Sign ist ja fertig. Wobei ich halt ganz gerne noch Life is Strange irgendwann nochmal beenden will. Aber ich weiß, dass die meisten auf The Healing warten tatsächlich. Das weiß ich aus guten Quellen und das merkt man ja auch. Ja, ich hoffe, diesmal dauert es nicht zu lange, dass ich wieder aufnehme, dass ich mich ein bisschen früher wieder aufgerafft kriege. Und es hilft auch immer mal, wenn einer mal zwischendurch schreibt, wann die nächste Folge kommt oder sowas. Das hat auch manchmal geholfen, dass man sich aufrappelt. Das gibt einem so einen kleinen Schub, wenn man gerade, man hat auch nicht immer Bock, ne? Das kommt auch dazu, weil man muss halt so diese Minispiele auch machen und man muss hier die ganzen Einstellungen vornehmen und, ne? Man muss sich mal ein bisschen aufrappeln und wenn man halt die Motivation für den Zuschauern hat und so, dann macht man das schon fast automatisch und, das war ich euch jetzt auch einfach mal wieder schuldig. Das habe ich jetzt gesehen anhand der Abo-Anzahl, die gestiegen ist. Ich dachte, das kann es nicht sein, du musst jetzt mal weitermachen. nein, ich hoffe, diesmal dauert es nicht so lang. Und wie gesagt, wie immer, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir sehen Shadow endlich bald mal ohne Maske. Vielleicht ist es ja wirklich eine sie. Dann haben wir die ganze Zeit umsonst in diesem Ton gesprochen. Und ja, vielleicht geht da ja noch was. Oder vielleicht, ja, aber Lucy ist ja auch eine tolle, ne? Lucy ist eine tolle und Shadow ist auch cool. Shadow ist einfach so, sowieso cool. Ne? Nicht auf der Ebene unbedingt, das wissen wir noch nicht, aber er ist einfach ein cooler Mensch, glaube ich. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder am besten ein Abo, wenn ihr das noch nicht hinterlassen habt. Dann mit der Glocke natürlich, die auch aktivieren. Und am besten natürlich alle drei Dinge zusammen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis dann, macht es gut, tschüss.